Vorbereitet. Tick. Und du noch bitte. Dann hier nochmal auffüllen. Würdest du das bitte absammeln? Was jetzt? Nee. F5. Mit da dran und hier zur Not sammeln. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. Zip. Zip. Der Schwarm schläft nie. Kein Problem. So. Lecker, der Schluck. Schwarm ist Kaffee. Mist, Fliegeeinheiten. Unsere Streitkräfte. Zergling, holen. Die Urzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Nee. Wer hat dich gefragt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, wir füllen noch weiter auf und auch damit. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. So. Wer hat dich gefragt? Dann überrennen wir jetzt mal endlich diese Stellung. Oh. Alles vernichten. Lasst uns das hinter uns bringen. Zwei Frontenangriff. Ah, das ist ein Ultralis? Du ja, nur ohne Klingen. Ja, ist geil. Schnell wieder hierher, bevor es angegriffen wird. Unsere Drohne wird angegriffen. Wir sollten Eskorten bereitstellen, damit sie die Biomasse sicher abliefern kann. Ja, hatte ich doch. So, neue Drohne. Ich sagte es ja gerade eben noch. Aber nee, sie muss ja einfach sterben. Wer hat dich gefragt? Schwupp. So, weiter mit dem Creep beschäftigen. Wir haben ja immer was zu tun. Zack und flupp und upsiduli. Zack, die Bohne. Ey. Ach, die Wächter, das waren schon schöne Kreaturen. So, schalten wir mal durch. Ja, so klein und fein, aber ganz schön lang. Du hast meine Aufmerksamkeit. Los jetzt. So, wir verteilen. Ja. Brax-Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Schnell! Gut, dass ich hier Mutalisken habe. Würde sonst ewig dauern. Was jetzt? Zwei geht weg. Mineralienfeld erschöpft. Nichts. Überrennt sie. Brauche ich auch keine Spezialfähigkeit für. Los jetzt. Ah, hier, so ein extra Ding. Hier, dafür aber jetzt vielleicht schon mal. Steht dem Schwarm im Weg. Diese Welt gehört mir. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Läuft mal da drüber. Dankeschön. Weiter vorrücken. Los jetzt. Wer hat dich gefragt? Obwohl. Macht mal kaputt. Du bist jetzt auch die zwei. Kommst dahin. Raus damit. Macht keine Gefangenen. Die können ja eigentlich nur von hier kommen. Außer die haben auch die Fähigkeit zu springen. Und es hatte nur die seltsame Kreatur, die wahrscheinlich hier der Obermacker von den allen ist. So. Creep spreaden. Niemals vergessen. Es ist gefährlich, mehr als einen Kadaver gleichzeitig zu verwerten. Ja, natürlich ist das gefährlich. Die Unzeit werden unsere Drohnen angreifen. Du wirst gierig. Es wird dein Verderben sein. Nö, wieso? Ist doch hier perfekt. Die Urzerg greifen Quilgor-Biomasse an.
Nur ihr. Was jetzt? Der Rest von Kerrigan ist beschützt. Diese Welt gehört mir. Nur Organismus entdeckt. Funktion ähnlich Schwarmstock. Erschafft Urzerg. Auslöschung empfohlen. Eine Drohne wird von Bracks Streitkräften angegriffen. Wir haben nicht viel Zeit. Kerrigan, komm mal wieder raus. Machst du kaputt? Diese Welt gehört mir. Mineralienfeld. Und jetzt haben wir beide verloren, wirklich. Nur weil die da oben angegriffen haben, das war das Problem. Störung 2. Also, einmal das. Einmal das. Der Schwarm ist hungrig. Ich brauche Hydras. I want Hydras. I get Hydras. Los. Ihr kriegt mal das Panzerungsupgrade. Ihr Fernkampfupgrade. Habe ich alles vergessen, ja. Noch irgendwas zum Abbauen haben wir nicht. Hier könnte man noch mehr haben. Brauchen wir nicht. Ja, Hydras. Ist billiger auf jeden Fall. Swap. Unsere Streitkräfte. Wir sind hier fast fertig. Warte mal, wie viel? Oh, 7. Das heißt, du wenn die Drohne das zurückbringt. Kein Entkommen. Bracks Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Was jetzt? Gab das jetzt hier den extra? Nein. Nie. Wir haben nicht viel Zeit. Diese Moment, Welt gehört Moment, mir. Moment. Noch einmal Zeit? Nichts stellt sich mir in den Weg. Schön hier bleiben. Streitkräfte werden angegriffen. Weiter vorrücken. Wie wär's, wenn wir hier bleiben? Ja, da geht gerade mein Erfolg, glaube ich, flöten. Bracks Streitkräfte haben Quilgor-Biomasse vernichtet. Deine Zerg haben kein Bewusstsein. Die Urzerg werden euch überwältigen. Ja, dachte ich mir schon. Dass das passiert. Und wahrscheinlich ist das Erfolg, gar keinen zerstören zu lassen. War jetzt Fail, aber auch nur weil. Der Schwarm schläft nie. Ja, komm. Wir haben nicht viel Zeit. Na? C. Super. Weiter vorrücken. Ich hab's ja schon. Genau den hier habe ich gesucht. Na komm, sammel ein, dankeschön. Also, dass ihr noch da ist, Angriff. Ich glaube, sie gefällt mir. Wer hat dich gefragt? Hydra-Armee am Start. Es endet jetzt. Ich werde dich höchstpersönlich töten. Verteidig den Schwarmcluster. Kein Problem. Nichts stellt sich mir in den Weg. Brack. Deine leeren Diener sind kein Gegner. Rudelführer. Der Urzerg. Meine Aufmerksamkeit. Wir füllen auf mit Choisan. Alle mal hier zusammenkommen. Mehr Overlords. Reicht. Raus damit. Jetzt habe ich Ringe gebaut. Mah. Hin da, schnell und Wir brauchen mehr Mineralien.
Okay. Attacke. Wir haben nicht viel Zeit. Hat der einen AOE-Angriff oder sieht das nur so krass aus? Naja. Ich mir irgendwie mehr erwartet von ihm. Ach, guck mal, er lacht. Na da. Mein Gott. Ich kehre zurück. Okay. Angst. Uralter. Ich bin wegen der Macht Zerus hier. Ich werde alles opfern, um mein Ziel zu erreichen. Du wirst mir helfen. Dein Schwarm trägt das Mal von Amon, dem gefallenen Xel'Naga. Vor langer Zeit kam er nach Zerus. Er formte die Zerg zu einer Waffe und brachte sie fort. Doch einige von uns blieben unentdeckt, verborgen. Wir vermehrten uns. Wir bleiben rein. Wenn du unsere Kraft suchst, musst du Urzerg werden. Du musst rein werden. Das gefällt mir gar nicht, was der da sagt. Eine vernichtet, Schwarmstücke der Urzerg zerstört. Ah, das hätte ich natürlich auch noch machen können. Ah, dass keine Drohne getötet hat. Game of Thrones. Ja, das muss man auch wirklich im Englischen lassen, weil sonst wäre das nicht so cool. Ja, schade. Dachte ich mir gar nicht, dass das das... Ne? Dass Biomasse von Drak vernichtet, ist gar nicht das Ziel. Einfach nur keine Drohnen vernichten lassen. Das heißt, hätte ich meine... Mutas gar nicht nach oben beordern hätten müssen, dann wäre auch keine Drohne da unten gestorben. Und dann hätte ich auch bestimmt noch genügend Zeit gehabt, die Schwarmstücke zu vernichten. Nun ja, so ist das nun mal. Wird alles nachgeholt an Separé. Aber Hauptsache die Bonusziele, das ist ja unsere Hauptaufgabe. Nur mal jetzt nochmal zurück, dass er sagt, ich muss selbst Urzerg werden. Das gefällt mir gar nicht. Das ist viel zu sehr vom Anfang an. Ganz am Anfang hat sie diese Vision gehabt, wo sie wieder Königin der Klingen war. Und das will ich eigentlich gar nicht. Weil sie gefällt mir so, wie sie jetzt gerade ist. Als Hybrid. Weiter zum Leviathan. Der sieht aber... vor allem, der ist so riesengroß. Das ist der Leviathan in Landform, ja. Das ist ganz schön krass. Isha. Meine Königin, warum haben wir den Uralten geweckt? Seine Kraft übertrifft selbst deine. Der Uralte ist der Schlüssel zu den verborgenen Kräften von Zerus. Und ich brauche dieses Wissen. Aber wird er uns nicht vernichten? Wir setzen alles auf eine Karte. Die Terraner machen so etwas, wenn ihnen ihr Instinkt sagt, dass die Zeit reif ist. Ich verstehe. So wie der Terraner James Rayner, der nach Char kam, um dir deine ursprüngliche Form zurückzugeben? Ja, genau so. Das einzige Problem damit ist, dass man manchmal auch verliert. Ja. Aber er ist ja so mächtig geworden, nicht so wie Kerrigan. Sie wurde geformt, sie ist nicht alt, ja. Aber er heißt ja der Uralte. Er... ist nicht nur mächtig geworden durch Vernichten, Zerstören und alles, durch harte Arbeit quasi, sondern auch noch zusätzlich durch die Zeit, ja. Er hätte ja weitermachen können, weiter leben können, aber er hat sich ja quasi schlafen gelegt. Und deswegen sind auch nur früher alte Menschen im Senat oder sowas gewesen, weil die wollen meistens auf nichts mehr hinaus, ne. Junge Menschen machen noch Intrigen. Alte Menschen, die wollen auf nichts mehr hinaus. Die wollen nur noch regieren. Das war damals sicherer als heute. Na gut. Sprechen wir mal mit ihnen. Sorvan. Ja.
Die Urzerk sagen, der Schwarm sei korrumpiert. Was hat der gefallene Xel'Naga Amon getan? Er wollte unsere Stärke, die Fähigkeit, Essenzen zu stehlen. Doch wir waren frei.